BISA News 16/2011. Die Zusammenfassung der News und Updates der letzten 14 Tage von bisafans.de. Eine Produktion von Pikafreak und Hyperballfänger. Die BISA News gibt's ab sofort in einem neuen, übersichtlicheren und einfachen Design. Und mit Moderator Christoph. Redaktionsschluss dieser Ausgabe war Montag, der 8. August 2011. News schwarz und weiß. Neues Seagear-Skin im Global Link. Ihr könnt von nun an bis zum 15. September diesen Jahres ein neues Seagear-Skin mit dem Keyword World Seagear aktivieren. Für euch hat bisafans.de-Chef Robert übrigens eine Zusammenstellung mit Informationen zu allen Seagear-Skins online gestellt. News Anime. Pokémon-Filme 10 bis 12 ab Oktober. Die drei DVDs mit den Hauptdarstellern, welche jeweils Darkrai, Giratina und Arceus sind, erscheinen nun doch etwas später, und zwar erst am 13. Oktober für 9,97 € bei Amazon. Ob es Extras wie exklusive Sammelkarten oder einen Rabatt bei Bestellungen aller drei DVDs gibt, ist bisher unklar. Pokémon Film 14 – Japanisches Videospezial. Für die Fans vom 14. Pokémon-Film gibt es jetzt ein 19-minütiges Video auf YouTube mit vielen Szenen aus dem Film und Wünschen aus Japan. Die beste Pokémon-Einschaltquote. Es gibt jetzt eine neue Serie auf manimi.de, welche Quotenarchiv heißt und sehr interessant ist. Beispielsweise wird dort die erfolgreichste Pokémon-Episode gezeigt, welche Nummer 46 Angreifer aus der Urzeit ist. Sie wurde erstmals am 27.02.2000 ausgestrahlt und dort sahen 620.000 Fans im Alter von 3 bis 13 Jahren zu. News Panini. Ab dem 20. September sind folgende Artikel auf Amazon erhältlich. Ein Kalender für das Jahr 2012 im Wert von 8,96 €, ein Freundebuch im Wert von 9,95 € und ein Kindergartenfreundebuch im Wert von ebenfalls 9,95 €. News Nintendo. Verkaufszahlen der Pokémon Games. Zudem sind neue Informationen zu den Verkaufszahlen der Pokémon Games einsehbar. Die Diamant- bzw. Perl-Edition verkaufte sich bisher 17,57 Millionen Mal. Die Platin-Edition ist insgesamt 7,43 Millionen Mal über den Tresen gegangen. Die Editionen Hard Gold sowie Soul Silver verließen insgesamt 11,9 Millionen Mal das Lager von Nintendo. Die aktuellsten Editionen wurden bereits 11,51 Millionen Mal verkauft. News Nintendo. 3DS-Preissenkung und Gratis-Downloads. Ab dem 12. August ist der Nintendo 3DS weltweit für nur noch 168,99 € bei Amazon erhältlich. Wenn ihr den 3DS bereits besitzt, so sollt ihr keinen Nachteil haben, denn ihr bekommt dafür 20 Gratis-Downloads von Nintendo. Darunter sind Super Mario Bros., Donkey Kong Jr., The Legend of Zelda und 7 weitere Titel ab dem 1. September 2011. Für den Game Boy Advance gibt es Mario Kart, Super Circuit, Metroid Fusion, Yoshi Island, Super Mario Adventure 3, Mario vs. Donkey Kong und 6 weitere Titel, welche dann am Ende 2011 erhältlich sind. News – Sonstiges. Die japanische Stadt Ube ernannte vor kurzem ein neues Umweltmaskottchen, welches erstaunliche hohe Ähnlichkeit zu einem uns bekannten Elektro-Pokémon aufweist. Wie dies rechtlich ausgehen wird, ist bisher unklar. Auf bisafans.de werdet ihr aber darüber informiert. bisafans.de Updates. Neue Teile der Let's Plays von Grüne Edition, Kristall Edition, Saphir Edition, Pokémon Link, XD, Platin, Mystery Dungeon Himmel, Goldene Edition Hard Gold sowie Pokémon Schwarze Edition. Zwei neue Berichte im TV Guide. Im selben Zuge wurde auch der TV Guide geupdatet und es wurden neue Berichte und Screenshots zu den Folgen 676 sowie 677 veröffentlicht und neue Screenshots zur Folge 641 hinzugefügt.
Jetzt endlich wieder da. Der Vote der Woche. Nun sind wir wieder da. Die wöchentlichen Umfragen zu aktuellen Themen findet ihr wieder auf bisafans.de. Derzeit sind Fragen wie: Der Nintendo 3DS kostet ab dem 12.08.2011 nur noch 169 Euro. Planst du den Kauf eines 3DS? Oder: Mein Lieblings-Pokémon-Typ ist online. Weitere kleine Updates auf bisafans.de. TCG Schwarz und Weiß. Aufstrebende Mächtigen. Pressemeldungen, Bilder und viel mehr nun auf bisafans.de. Neue vertonte Fanstories. Teil 12 zur Geschichte Pokémon Dungeon Team Nova. Bisaboard nun auf bisaboard.de. Pokémon Links. Zwei neue Seiten. Zeichenkurse. Roselia, Ephoserp, Terribug, Schallquap, Somnivora. Tourberichte, Text und Fotos zur Animagic 2011. Update der Pokémon Days. Die Frage der Woche. Wann erschien die allererste Ausgabe der Pisa News? Das Bild der Woche. Welches Pokémon ist das? Auflösung der letzten Ausgaben. Frage: Der Aufstieg von Darkrai, Pokémon Botogel. Der Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe kann sich kurzfristig ändern. Die Bisa News 17 2011 erscheinen am Mittwoch, dem 7. September 2011 auf youtube.com/bisanews und bisafans.de/news. Das waren die Bisa News 16 2011. Die Bisa News gehen in die Sommerpause und kehren in einem Monat mit der Einjahresjubiläumsausgabe zurück. Kontakt bisanews@bisafans.de.